Hallo bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit Legierungen. Eine Legierung ist ein homogenes Stoffgemisch aus mindestens zwei festen Reinstoffen, von denen mindestens eins ein Metall ist und deren Komponenten durch eine Metallbindung verbunden sind. Legierungen werden hergestellt durch Zusammenschmelzen der gemeinsamen Komponenten und anschließendes Erstarren. Im Vergleich zu den reinen Metallen haben Legierungen teilweise ähnliche, teilweise aber auch bessere Eigenschaften. So werden durch Legierungen zum Beispiel die erforderliche Härte oder die chemische Beständigkeit verbessert, aber es können auch die Schmelzpunkte herabgesetzt werden. Eisen zum Beispiel ist relativ weich und rostet an der Luft sehr schnell. Die Eisenlegierung Stahl ist dagegen härter und beständiger. Wir wollen nun eine Zweistofflegierung betrachten. So wird eine bestimmte Menge eines Legierungselementes B mit einem Basisstoff A in jeweils flüssigem Zustand hinzulegiert. Die Atome der beteiligten Stoffe sind im flüssigen Zustand nur schwach aneinander gebunden, wodurch sich die Stoffe relativ gut durchmischen lassen. Die Löslichkeit kann erhalten bleiben oder verloren gehen. Je nach Löslichkeit der Komponenten A und B im festen Zustand werden drei verschiedene Typen unterschieden. Erstens Mischkristall, vollkommen löslich. Zweitens Gemisch aus Mischkristallen, begrenzt löslich. Drittens Kristallgemisch, vollkommen unlöslich. Bei vollständiger Löslichkeit im festen Zustand bilden sich in jeder Zusammensetzung Mischkristalle. Es gibt zwei Möglichkeiten der Mischkristallbindung. Die erste Möglichkeit: Wenn die Fremdatome deutlich kleiner sind als das Wirtsmetall, werden sie in die Gitterlücken zwischen den großen Metallatomen eingelagert. Die zweite Möglichkeit: Metallatome werden ersetzt durch andere Atome im Metallgitter, wenn die Atomgröße und der Gittertyp der Legierungskomponenten annähernd übereinstimmen. Wir wollen uns nun Beispiele für Legierungen anschauen. Stahl ist eine Legierung aus Eisen mit einem Kohlenstoffanteil von weniger als 2% mit geringen Zusätzen von Chrom, Mangan, Nickel und Wolfram. Rotgold ist eine Legierung aus Gold und Kupfer. Weißgold ist eine Legierung aus Gold und Nickel oder Silber. Wie groß der Anteil an Gold in Milligramm pro Gramm Legierung ist, wird durch den Prägestempel angegeben. Das Wutsche Metall ist eine Legierung, die bei 60 Grad Celsius schmilzt. Somit schmilzt es bereits in heißem Wasser. Die Legierung setzt sich zusammen aus 50% Bismut, 25% Blei, 12,5% Zinn und 12,5% Cadmium. So wird diese Legierung wegen ihres niedrigen Schmelzpunktes als Schmelzsicherung für Sprinkleranlagen genutzt. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Eine Legierung ist ein Stoffgemisch aus mindestens zwei Elementen, von denen mindestens eines ein Metall ist und die gemeinsam das metalltypische Merkmal der Metallbindung zeigen. Um eine Legierung herzustellen, werden die Komponenten gemeinsam eingeschmolzen und anschließend erstarrt. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns. Und wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Chemie-Playlist. Unsere Lernvideos kannst du unter dem folgenden Link abrufen.
Ebenfalls steht dir im Google Play Store unsere Learning Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up.